Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. In der letzten Folge haben wir, ich gucke noch mal nach, irgendwie, wie kann man das angucken? Sepho, ja. Wir haben Sepho erreicht, wir haben Sepho betreten, wir haben uns schon hier ordentlich durchgekämpft. Es gab minimal Probleme auf dem Weg hierhin, was ich gut finde. Und ja, wir gehen dann mal weiter, ne? Und hoffen, dass es genauso ölig glatt weiterläuft, was irgendwie weit nicht sehr ungewohnt ist. So ist dann doch mal eine Pfütze. Bin halt irgendwie gar nicht gewohnt, dass das jetzt so, weil nicht im normalen Sinne eher so weitergeht. Ja, ich kann definitiv irgendwann mal so die Wand hochlaufen, oder? Das sieht optional aus, gehen wir mal dahin. Also ja. Gut, so macht das Spiel Spaß, ehrlich gesagt. Ist nicht total einfach, aber auch nicht unmöglich. Hat schon wieder beweist und ich sehe, das sieht jetzt schon wieder so aus, als wäre hier der richtige Weg. Dann gehen wir mal da unten lang. Gerade die Kiste gehauen. Was ist es? Natürlich wird Material Kupfer. Ja. Okay, sieht schon wieder aus. Nee. Kannst du sogar lang. So. Nein, ist irgendwas. Boah, ich weiß schon wieder nicht, wo jetzt der richtige Weg ist und wo nicht. Ich muss gleich wieder hin und her rennen. Ja, ist okay. Oh. Was kennst du da? Die Weisen. Ja, vorhin, ne? Doch, er sagt genau gleich, was da auch steht. Das war alles? Der Text sah irgendwie länger aus. So. Abkürzung? Ne. Ich kann sie nicht öffnen. Alles klar, gut. Nicht gut, dass meine Sackgasse erreicht haben, dann weiß ich wenigstens, dass ich nur da reingehen kann. Rollenspielregeln Nummer Uno. Ich weiß, das ist kein Rollenspiel, aber ich tue alles nach Rollenspielregeln hier abgrasen. Ich habe so das Gefühl, da unten war was. Ich kann mich da nicht runterfallen lassen, wahrscheinlich. Ich würde die Geheimnisse am liebsten so früh wie möglich entdecken, damit wir besser gewappnet sind für alles. Gott. Wegen offensichtlichen Gründen, ne? Gut. Ich hoffe, wir schalten erstmal einen anderen Planeten frei, bevor wir nach Datumir wieder zurückgehen müssen. Okay. Oh, Licht. Cool. Ja, ist vielleicht nicht so klug, um jede Ecke hier dein Lichtschwert rauszuholen, aber nach meinen Erfahrungen auf Datum hier. Oh, was? Ich wollte nicht halt den Insekt angreifen. Nee, nicht Insekt oder was auch immer sein soll. Unter deiner An. Boom. Stochen. Hab gar nicht gesehen, dass da so ein Insekt war. Ich wollte eigentlich den Scout-Truppler hier angreifen. Okay, ich höre die ganze Zeit so ein Geschrei. Ich habe so ein Gefühl, hier kommt gleich irgendwie so ein übelster Boss oder so. Am Ende des Planeten, so aber noch immer. Ah. Warte mal, was? Ja, war zu früh, glaube ich. Oh Gott.
Ja, okay, das ist einfacher. Na. Problem werden. Irgendwie nicht. Was redest du da, Kerl? Phyllak. Wenn so, wenn sie provoziert, können Phyllaks auch. Ja, okay. Ja, war einfach. Gerne wieder, glaube ich. Alter. Aber warte mal, das Spiel geht weiter, während ich verkarrt bin. Okay, das könnte ein bisschen. Oh, what? Was war das denn jetzt schon wieder? Boah. Oh, da kommt jetzt wieder so was, ey. Aber wäre aber kein Kontrollpunkt oder irgendwie sowas, sonst muss ich den ganzen Weg wieder hinlaufen. Über die ganze Brücke und so nochmal. Komm. Was war das? Hat da jemand mit einem Raketenwerfer geschossen? Hätte ich denn das bitte schön schaffen sollen? Ach. Okay, da ist jetzt mies, weil hier ist noch nicht mal irgendwie was mich töten kann oder so. Das ist einfach nur ein irrsinnig langer Weg, den ich jetzt hier wieder laufen muss. Aber hey, Wesen, sehen wir mal, wie das Ding ja aussieht, wenn es an ist. Jetzt habe ich irgendwie eine Abkürzung oder so verpasst. Das muss ich ja echt jedes Mal hier wieder durchrennen. Und ein Viech muss ich auch wieder erlegen, merke ich gerade. Nein, nicht du. So. Warte, warte, ich hab. Au! Ich habe noch meine Erfahrung. Ah, okay, kann die nicht Level runtergehen oder was? Ah. Ach. Ach. Ja, okay, hätte ich vielleicht noch schaffen können, aber. Na. Ah. Ich dachte, denke ich anhalten oder so. Oh, komm du, er wieder. Na, komm wieder angerannt, bitte. War voll. Aua. Wart. Bonk. Break. Da habt ihr Horn abgehauen. Wow. Das war knapp. Ja, jetzt geht's wieder los, ey. So, ich sehe gerade, du bist ein Raketenwerfer. Du hast ein Raketenwerfer. Wie soll ich ein Update schon schaffen? Soll ich die anhalten oder was? Du! Ey, wie soll ich denn das machen? Ey, ich soll gegen drei Leute hier kämpfen, während der auf mich ballert? Hey. Weißt du, der ganze Planet bisher voll gechillt und dann kommt jetzt sowas. Das finde ich jetzt nicht nett. Ach, jetzt muss ich gegen die ganzen. Also war dann ein Viech, ignoriere ich einfach. Oh, boah, und ich muss den ganzen Weg jetzt immer hier hinrennen, ey. Ja, soweit ist schon wieder Kacke. Weil mir ist jetzt nicht so, als müsste ich auf dem Weg noch Leute oder so erledigen. Das ist ja schon mal gut, aber
einen irrsinnigen langen Weg jetzt immer zu laufen und dieses blöde Rätsel machen, das ist immer dämlich. Okay. Boah, hörst du mal auf, das Ding anzugreifen? Ich will auf ihn hier. Oh. Das ist noch so ein Viech. Diesmal habe ich gesehen. Ich habe es gesehen, du. Nee. Und jetzt mal den Mist hier, ey. Funktioniert das? Okay, man kann einfach. Oh Gott. Ja, komm. Komm angerannt. Ja, zwei Angriffe scheinen immer als sicherste zu sein. So, und ich vermisse hier irgendwie so eine alternative Möglichkeit, an die Typen da vorbeizukommen. Weil irgendwie hatte ich bis jetzt immer irgendwie eine Möglichkeit. Aber nee, sieht nicht so aus. Die sehen mich nicht von ihr aus, ehrlich. So, tschüss. Au, ehrlich. So, wenn jetzt so eine clevere Idee war. Haltet Ausschau nach ihm. Das hat nicht geklappt, ehrlich. Was ist mit dem Sound? What? Was ist denn jetzt los auf einmal? Oh. Der Sound ist jetzt voll im Eimer. Ist klar. Super. Was ist das? Ja, habe ich irgendwo einen Speicherpunkt oder so? Macht klingt noch normale, also. Also ich weiß jetzt nicht, was hier auf einmal los ist. Aber irgendwie ist ja gerade was los. Und ich mag es nicht. Ich hätte mal gerne einen Speicherpunkt oder so, damit ich das mal kurz beheben kann. Aber sieht jetzt gerade nicht so aus. Ja, gut, weiß ich nicht. Sie sagt mir das direkt vor dem Speicherpunkt. Sieht nämlich fast so aus. Glaube ich. Nein. Gut, dann renne ich mal kurz zum Speicherpunkt, weil sie nicht das Spiel beenden. Und guck mal, was das ist. Das ist hier, ne? Ja. Gut. Und dann sage ich bis gleich.
So, hab keine Ahnung, was da gerade war. Ich habe das Spiel nochmal neu gestartet und hat den Fehler behoben. Und ja, ich habe gedacht, ich begrüße euch mal wieder hier und wir machen weiter. Ich bin fertig mit dem. Er ist tot. Nee, ist er nicht. Klassische Sturmtruppler. Hauen die sich gegenseitig weg? Hat der eine sich jetzt auch gerade selber kaputt gehauen? Ey, wie blöd sind die eigentlich? Ah, klassische Sturmtruppler. Ey, warum machst du? Okay, keine Ahnung. So, pack mal dein Ding weg, danke. So, habe ich jetzt hier irgendwie was ignoriert, während gerade dieser Fehler war? Okay, wir gucken noch mal ein. Gut. Ja, dieses eine Gebiet war doch schon ein bisschen der Horror, aber wir haben es durchgeschafft. Na, Dreck, ich wollte auch. Boah, da sind bestimmt voll viele Sachen gewesen und so, die ich. Okay, ich kann da zurück. Oh Gott. Ja, wünschte ich, du könntest jetzt auch so einen Angriff machen. Au! Ehrlich? So, irgendjemand hat ja mit einem Granatwerfer oder Raketenwerfer geschossen und hier ist nichts. Du, da hinten, ich habe dich gesehen. Wo er jetzt vor runterfallen können. Der Raketenwerfer. Die gefallen mir jetzt schon. Ich habe so das Gefühl, ich kann die Raketen irgendwie anhalten oder verlangsamen, aber also nicht. Irgendwie schwer, so inmitten des Kampfes, wenn du gerade gegen drei Leute oder so kämpfst, wo muss ich hin? Will ich mich da hinhängen? Ja, ne. Ich traue diesen Dinger nicht mehr seit Datum mir. Ich kann ich doch bestimmt angreifen. Ja. Also dafür, dass ich meine Macht erhöht habe, ne, verballere ich trotzdem immer noch die Hälfte meiner Macht mit ihnen. Diese Angriffe, ey. Den finde ich doch schon ein bisschen extrem. Kann ich auch? Ne. Glaub nicht. Alles klar. Keiner mit einer Raketenwerfer. Hi. Schießt. Traut euch. Na los, kommt ihr Stücke. Ah, es kommt natürlich wieder einer hier. Au. Er hat zwei von uns erledigt. Ich muss direkt. Du denkst, du bist ganz, du bist voll hart, Stuff, ne? Boah. Ich wollte schon sagen, der Angriff geht ein bisschen länger. So, jetzt sind wir wieder in unserer Standard-Ausgangsposition, ne? Keine Heilung. Scomp-Anschluss. Das ist dieses Scomp, von das ihr die ganze Zeit redet. So, da kann ich durch. Da muss ich wieder.
irgendwas machen, macht Schub oder irgendwie sowas. Kannst nicht verschieben. Jetzt mal, ihr macht einen. Oh, da ist was. Ist ein Speicherpunkt. Das ist ein Speicherpunkt. Es ist ein Speicherpunkt. Das heißt, die Gegner da unten respawnen wieder, aber was soll's. So. Ich kann nichts ausgeben. So, hey. Was bist du denn für einer? So, hier ist direkt ein Speicherpunkt oder so. Komm her. Schwerer Angriffstruppler. Hey, ihr da, schießt mal auf mich. Boah. Hier kannst du echt an eine Wand klatschen, die Typen. Wäre es noch, dass ich mit zwei Lichtschwertern durch die Gegend rennen kann. Au. Haha. Hat das Doppellichtschwert gebracht. So, warte mal. Ich habe eigentlich gewechselt. Ich komme nie durch deine Verteidigung. Boah. Ich, du kommst nicht durch meine Verteidigung. Ich. Oh, der hat keine Ausdauer mehr. Ist er da wieder Ausdauer, ist klar. Steh endlich still. Boah. Kommt nicht durch meine Verteidigung, so oft wie ich die hier kaputt prügeln muss. Ich weiß, sie wollen Sepho-Artefakte nach Coruscant bringen. Ja, wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte eigentlich, dass der Imperator an Sepho interessiert ist. Möglich. Ich wollte eigentlich hier diesen Ventilator hier mal abchecken. Aber du hast mich noch nicht gesehen, ne? So. Aber da wollte ich eigentlich lang. Hilfst du mir mal? Das war knapp. Whoop. Oh nein. Ich habe da was gesehen. Zum Glück bin ich unverwundbar anscheinend. Toter Dorfbewohner. Was? So, was ist passiert hier? Die Frage ist jetzt wieder, das sah schon wieder offiziell aus. Also gehen wir noch mal da oben lang, wo der fett krasse Sturmtruppler war. Wäre jetzt richtig toll, wenn ich hier noch ein Level abkriegen würde, dann hätte ich auch schon mal alle Fähigkeiten hier. So, oh, da oben ist noch was. Oder oh. Ein Eindringling? Gott. Bin ich von da gekommen? Nee, ne? Aber ich kann doch nie im Leben so hoch springen. Nee, von da bin ich gekommen. Genau. Mein Spaß. Schieß mal. Okay, war vielleicht gut, dass ich das schon mal hatte, ne? Man sonst so irgendwie das Gefühl, dass das sehr viel nerviger wäre. Ja, müsste ich wahrscheinlich warten, bis er nachlädt oder so, ne? Ja.
da eine Kiste, glaube ich, gesehen, die ich nicht aufmachen kann. Bin gespannt, wie sie wachsen. Cool. Wenigstens etwas. Hüpfer. Gott, hier ist alles so weitläufig wieder. Oh, okay. Hey, geh du rein. Ich wollte da mal reingucken. Inventar Natur. So, und hier kann man auch noch mal. Ein paar Sturmtruppler. Wir machen schon nichts, ne? Wo bin ich hier schon wieder? Abkürzung freigeschaltet, cool. Hi. Weich aus, so viel du willst. Ich versuch's weiter. Da, ehrlich? Boah. Hier ist immer in allen Spielen ja die Gegner miteinander verbinden. Ein Scan? Okay, ein Truppler. Wusste ich doch, den habe ich noch nicht erkundet. So, das sieht mir ja hart optional aus, aber irgendwie geht das ja voll weit rein. Zu rennen? Okay. Ach komm schon. War weg. Ey, wie schnell ihre Abwehr immer wieder fertig haben, ey. Jemand sollte ihn fangen. Mit jemand meine ich dich. Auf, los. BD1? Gönnst du dir eine Atempause? Ich tue mich die ganze Zeit perfekt blocken, kann das sein? Deine Abwehr ist ziemlich gut. Nur ein Treffer. Vor allem während ich im Angriff bin, ich tue auch immer meine Abwehr immer wieder. Ich tue auch immer L1 drücken, wenn ich gerade in der Combo bin. Aber irgendwie bringt er bei mir nichts. Komm wieder her. Ja, langsam weiß ich gar nicht mehr, wo ich jetzt hin muss und wo nicht. Ey. Ja, das sieht schon wieder so aus, als wäre ich hier richtig. Aber der eine Ort sah aus, als wäre ich richtig. Da war eine Cutscene. So, Oh, kann ich Licht anmachen, bitte? Wie vom Imperator gewünscht, haben wir Seppo besetzt und die Bewohner umverteilt. Der Planet hat bislang keine signifikanten Daten oder Relikte für Projekt Bora gebracht. Seine elektromagnetischen Winde haben den Großteil unserer Bergbaumaschinen lahmgelegt. Gleichzeitig fallen immer mehr Truppler der gefährlichen Fauna zum Opfer. Wir werden unseren Auftrag hier nicht erfüllen können. Aber wie schlecht seid ihr eigentlich? Ich empfehle daher, das Projekt abzubrechen und nur einen Außenposten zurückzulassen, um unsere Technologie vor Plünderern zu schützen. Wir kriegen ja alle voll auf die Fresse wegen den Pflanzen. Ich glaube, ich hatte eine gute Idee, ist, dass wir hier sind. Ich weiß, da Fauna versteht man, glaube ich, auch die Lebewesen hier, aber trotzdem ist irgendwie traurig. Sind halt Sturmtruppler, ne? Die können halt nicht besser. So, da müsste ich aber noch mal irgendwann den anderen Weg hier gehen. Okay.
Ich habe so ein Gefühl, ich bin ja schon wieder voll richtig, voll auf den richtigen Weg. Aber wir ruhen uns aus. Wir können jetzt wieder was holen, ne? Wahrscheinlich letzte Fähigkeit im Moment. Ich muss wahrscheinlich erstmal in der Story oder so weitermachen, um irgendwas Neues freizuschalten, ne? Naja. Ja. Keine Ahnung. Gar nicht Schaden zu sammeln, ne? Gut. Würde ich sagen, das war's für diese Folge. Und ja, in der nächsten Folge schauen wir uns noch ein bisschen um, gehen mal den anderen Weg und guck mal, was wir hier noch so alles finden, ne? Ja, alles klar, okay. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte lasst doch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.